Liebe Schweizerinnen und Schweizer, liebe Eidgenossen, es freut mich außerordentlich, es freut uns außerordentlich, dass wir heute diesen besonderen Moment mit Ihnen teilen dürfen. Es ist ein feierlicher Moment, es ist ein sehr schöner Moment für KEH. Sie haben heute abgestimmt in dieser Initiative, wo es darum gegangen ist, dass man unsere Arbeit hat kaputt machen wollte, dass man uns verbieten wollte, dass wir weiterhin Kriegsentwicklungshilfe machen können für Drittweltländer. Sie haben sich gut entschieden, sie haben sich richtig entschieden, sie haben ein klares Nein in die Urne hineingelegt und das freut uns enorm. Es ist für uns eine enorme Erleichterung, dass jetzt der Entscheid so rausgekommen ist und darum möchten wir jetzt auch das im entsprechend feierlichen Rahmen mit Ihnen feiern. Es ist so, dass sich nicht nur die ganze Schweiz mit uns freut über das schöne Resultat. Es ist auch so, dass aus dem Ausland schon bereits die ersten positiven Reaktionen eingetroffen sind. Ich konnte heute Morgen mit dem Muammar telefonieren, der sich riesig freut, dass wir weiterhin Kriegsentwicklungshilfe durchführen können. Ich habe ein SMS bekommen vom Präsidenten von Iran, von Ahmadinejad, der sich auch freut mit uns und auch möchte uns unterstützen weiterhin. Er ist an einem speziellen Programm dran, wo es Richtung Atomwaffen geht, wo er uns dann auch teilen möchte. Ich habe zusätzlich auch von Kim Jong, ich habe mit dem Kim telefoniert heute Morgen, auch er möchte weiterhin mit uns zusammenarbeiten. Also es ist so, dass eigentlich, man kann fast sagen, die ganze Welt sich sehr stark freut mit uns, dass es so rausgekommen ist. Ja, jetzt gerade in unmittelbarer Nähe, jetzt haben wir noch die Adventssammelten geplant, wo wir also schon in zwei Wochen wieder loslegen. Umso mehr Waffen natürlich wollen wir dann sammeln, grössere Geschütze, diesmal auch, wo wir unter anderem als nächstes nach Ruanda schicken, wo der Konflikt wieder ein bisschen am Kommen ist, wo wir das natürlich auch schüren wollen. Ein wichtiges Steckenpferd ist natürlich auch Burma. Auch dort ist es so, dass wir die Militärjunta unterstützen wollen. Es gibt auch dort Kinder, die mit Waffen umgehen können. Oder eben, wir können es ihnen natürlich zeigen, dass sie dort auch proaktiv in diesen Konflikt eingreifen können. Natürlich nachher wieder unsere Aktion Waffen statt Windeln. Das, was wir ja jedes Mal machen zu Weihnachten. Auch eine sehr schöne Aktion, wo wir auch versuchen, die Kriegsentwicklungshilfe zurückzubinden an ihre christliche Tradition. Also es ist ja eigentlich sehr eine starke Verwurzelung von der Kriegsentwicklungshilfe in den christlichen Wert von unserer Gesellschaft. Es ist ja nicht nur so, dass wir einfach Freiheit und Demokratie versuchen mit diesen Waffen durchzusetzen, sondern es ist ja immer auch das imperialistisch-christliche, das wir versuchen zu pushen in diesen Ländern. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal einen ganz grossen Dank an Frau Leuthard aussprechen. Wir haben heute auch schon miteinander telefoniert. Wir haben uns beide riesig gefreut, dass es so rausgekommen ist, wie es jetzt rausgekommen ist. Sie hat sich vehement eingesetzt für Kriegsentwicklungshilfe. Sie hat ganz wichtige Argumente hier in den Wahlkampf hineingebracht, in den Abstimmungskampf, so muss ich sagen. Sie hat ganz klar aufgezeigt, dass es ohne Kriegsentwicklungshilfe ein riesiges Problem gibt für unsere Arbeitsstellen, die jetzt gesichert werden können. Sie hat ganz klar aufgezeigt, dass die bestehenden Vorschriften genügen, dass wir vorsichtig sind, sehr sorgfältig im Auswählen, wo wir unsere Waffen hinschicken, dass wir eben nur dort Waffen herschicken, wo sie auch gebraucht werden, wo Kinder, Jugendliche können etwas anfangen mit diesen Waffen, die eben auch einsetzen und nicht einfach irgendwo in den Schrank einbeschliessen, sondern dass es eben auch gebraucht wird, um sich können die Rechte und Freiheiten verschaffen, die ihnen eben notabene dort genommen werden. Also an dieser Stelle nochmal herzliches Dank auch an Frau Leuthard. Bevor ich irgendwie jetzt da konkret auf die Bibel Bezug nehme, möchte ich einfach nochmal sagen, dass auch die Abstimmung natürlich eins gezeigt hat, dass der Kirche wird immer vorgeworfen, Doppelmoral, oder? Auf der einen Seite zeigt man irgendwie, redet man von christlicher Nächstenliebe und auf der anderen Seite macht man dann doch etwas ganz anderes, oder? Irgendwie, man hilft dann nicht, wenn irgendein Betroffener am Boden liegt und man müsste den abschiessen, macht man es nicht, wenn man halt einen Waffen nicht hat. Ich finde,
die Abstimmung hat ganz klar gezeigt, dass man, unseren Kirche das nicht mehr vorwerfen kann, dass konsequent die Nächstenliebe gelebt wird, dass man eben wirklich auch den Mumm hat und das Füdli hat, sage ich jetzt mal extra bewusst ein bisschen gröber, dass man auch in so einer Situation kann, die Waffen führen und die Nächstenliebe auch umsetzen, dort wo sie gefragt ist. Auch an dieser Stelle möchte ich den Vierlich-Moment teilen mit dem Herrn Markus Arnold. Der Markus Arnold ist CVP-Präsident von Zürich und ein sehr aktiver, sehr versierter Pfarrer, der in dem Abstimmungskampf den Zusammenhang zwischen den christlichen Werten einerseits und der Kriegsentwicklungshilfe andererseits sehr schön, sehr deutlich aufgezeigt hat. Er hat sich ja da bezogen, unter anderem auf die Bergpredigt, wo es heisst, liebet eure Feinde und betet für sie. Und das ist ja ein Satz, den wir von der Kriegsentwicklungshilfe sehr stark zu Herzen nehmen. Wir leben das, wir tun das nicht nur einfach auf dem Papier stehen lassen, sondern versuchen wirklich, das auch umzusetzen. Der Markus Arnold hat unter anderem gezeigt, dass man diesen Satz eben sehr, sehr oft falsch versteht, dass es eben dann überhaupt nicht so ist, dass es jetzt irgendwie Richtung Pazifismus oder Waffenabstinenz muss hinführen, sondern eben im Gegenteil, dass es darum geht, wenn man diesen Satz ernst nimmt, dass man eben auch Waffen liefert. Ja, liebe Schweizerinnen und Schweizer, damit komme ich schon zum Schluss von dieser kleinen feierlichen Ansprache zum ersten Advent. Bei diesem besonderen Anlass, wo Sie uns Ihre Unterstützung zugesichert haben. Sie möchten, dass wir von der Kriegsentwicklungshilfe weiterhin können, das Engagement zeigen wie bis anhin. Sie wollen, dass wir von der Kriegsentwicklungshilfe noch grösseres Geschütz auffahren, noch intensiver unsere Arbeit können wahrnehmen. Das haben wir sehr stark als ein Signal von Ihnen aufgenommen, als einen Auftrag auch von Ihnen. Und ich möchte einfach nochmal zum Schluss Ihnen danken für das Vertrauen, das Sie in KIH, in die Kriegsentwicklungshilfe Schweiz setzen und wünsche Ihnen einen ganz schönen, besinnlichen Adventstag. Danke vielmals.